So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Was ist? Also letzter Montag ist ja schon wieder vorbei. Und zwar haben wir diesmal ein paar wirklich lustige Themen und ich versuche auch ein klein wenig den Style einfach mal zu ändern, beziehungsweise gucke ich, teste ich, ob euch das Ganze gefällt. Und zwar versuche ich jetzt hier einfach mal so, ja, mit Plants vs. Zombies euch im Hintergrund zu unterhalten und währenddessen über alles Mögliche zu reden, worüber ihr halt reden wolltet, beziehungsweise worüber oder was für Fragen ihr mir halt gestellt habt. Die erste Frage kommt auch direkt vom Chronix und zwar hat er geschrieben: Ich würde es geil finden, wenn du die Patch Notes von LOL mit deiner Meinung uns vorstellst. Informativ und wir lernen dich besser kennen. Gut, ich habe mir gedacht, jetzt wäre das vielleicht in dieser Folge ein bisschen zu viel und ich stelle euch einfach nur zwei Sachen vor, die wie mir wirklich in nächster Zeit sehr, sehr wichtig sind. Und zwar ist das erste Thema Mr. Saiyan. Alle haben schon gehört, es gibt einen Rework von ihm. Und zwar ist das hier jetzt auch, was ihr im Hintergrund hört, einfach dieses Gestöhne, ist seine neue Stimme. Ich lasse euch jetzt eben mal ein paar Sekunden reinhören, ohne dass ich dazwischen laber. So, da habt ihr's, also seine neue Stimme ist wirklich, also meiner Meinung nach, so ein Warwick-Nasus-Gemisch, also. Ja, er hat auch ziemlich viel von einem Ork, muss man sagen. Und ich zeige euch jetzt hier eben nochmal ein Bild von seinem In-Game-Aussehen. Also, ja, da habt ihr es. Braucht man ja nicht lange anzugucken. Das reicht dann auch eben für den kleinen Moment. Und es geht auch direkt weiter mit einer kleinen Vorschau. Und jetzt in diesem kleinen Schnelldurchgang könnt ihr auch wieder auf den Bildschirm klicken, ins Video einfach rein und dann gelangt ihr einfach zur Page. Einfach direkt dorthin und dann könnt ihr euch das alles in Ruhe gönnen, jedes Video schön langsam durchgucken. Das hier war jetzt natürlich einfach nur der Schnellformat. Jo, und dann geht's auch sofort weiter hier nach der kleinen Saiyan-Demonstration. Und zwar geht es hier um den Hexer-Kill-Modus auf der 3 gegen 3 Map. Ihr könnt ja hier eben euch entweder diesen Screenshot ansehen im Video, auf Pause drücken oder einfach auf den Bildschirm klicken. Dann gelangt ihr nämlich direkt dorthin. So, damit ist der Chronix bedient. Wir kommen jetzt hier zum nächsten, zum Cortex. Orks. Also ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und zwar ist seine Frage hier: Super geiles Format, erstmal danke dafür. Meine Frage: Hast du vielleicht in nächster Zukunft auch ein paar gute Guides zu Champions? Ich denke auch mal, dass er davon ausgeht, League of Legends Champions, ne? PS, neue Cam wäre Trauma für dieses Format. Dazu auch nochmal, ich werde mir höchstwahrscheinlich bald ja, ein Stativ und auch eine Kamera besorgen, damit das Ganze nochmal anders aufgebaut werden kann. An dieser Stelle möchte ich euch auch bitten, vielleicht mal in die Kommentare zu schreiben, wie ihr das hier findet. Ohne Cam, mit ein bisschen Gameplay im Hintergrund. Ist einfach nur ein Versuch von mir. Wir können das gerne auch nächstes Mal wieder mit der Kamera machen. Jetzt aber hier zur Frage. Dota Donnerstag. Am Anfang habe ich dort halt einen Champion vorgestellt. Natürlich nutze ich in Dota einen Guide von jemand anderem, der vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat von dem Spiel. In League of Legends würde ich natürlich meine eigenen Items verwenden. Guckt euch das Ganze mal an, wie ich das am Anfang gemacht habe. Sind vielleicht so 3-4 Minuten. Und dann würde ich gerne wissen, ob ihr sowas vielleicht als Guide gut finden würdet, was dann halt von mir kommt in, also League of Legends natürlich. So, damit wäre Thema Guides abgeschlossen. Schreibt in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet. Wir kommen auch direkt zum nächsten Kommentar und zwar von Gianluca Plein. Hi Affe, was hältst du von dem bald folgenden Map-Update? Viele meiner Freunde finden, es sieht zu sehr nach Dota aus. Das ist vollkommen richtig, das habe ich mir sofort gedacht, als ich dieses Map-Update gesehen habe. Ich habe jetzt für diejenigen, die nicht wissen, worüber wir reden, hier nochmal im Bildschirm angezeigt, ja, worüber wir reden. Und zwar gibt es halt demnächst ist so ein schönes Wort, irgendwann ein Update, Grafik-Update, was League of Legends angeht, einfach mal überarbeitet, ein bisschen anderes Aussehen. Ich muss sagen, mir gefällt es sehr, die Animation am Dragon ist wirklich sensationell, genauso wie beim Baron. Muss man sich wahrscheinlich erstmal dran gewöhnen, aber sie haben die ganze Map an sich ja auch wirklich verfeinert. Man kann sich leichter bewegen und auch in Ecken bewegen, wo man sich vorher mit einem Champion noch gar nicht hinbewegen konnte. Einfach aus Map-Gründen sozusagen. Also, mir gefällt es schon. Es ist natürlich wirklich wahr, es sieht stark nach Dota aus. Wenn ihr euch einfach mal Dota anguckt, ist das auch so ein dunklerer Style.
Und auch, das hat schon angefangen mit dem LOL kommt nach Dota, als sie die Flask eingeführt haben. Die Flask gab es ja erst in Dota und dann gab sie auf einmal in LOL. Fehlt nur noch, dass sie bei LOL auch diese Kristalle, diese Buffs da auf den River tun, weil dann sind wir einfach in Dota. Aber ich muss sagen, mir gefällt das. Ja, und damit kommen wir auch zu Pascal Marcel Kroll. Er schreibt, hi Affe, ich habe auch eine Frage. Wie verhält man sich als Jungler am besten, wenn man hart gecounterjungelt wird, man eventuell ein bis zweimal gestorben ist und kaum in den eigenen Jungle kann, weil man dann sofort wieder gekillt wird? Das ist eine sehr schwierige Frage, finde ich, denn man kann da auch nicht wirklich eine allumfassende Antwort drauf geben. Meistens ist es so, dass du wirklich dann die Hilfe deines Teams benötigst, was in Solo-Queue natürlich wieder so eine Sache ist. In Team-Ranked könnte es dann wirklich möglich sein, dass halt auch die Mitte und Top-Lane oder Bot-Lane halt mit Wards vielleicht auch auf dich aufpassen oder dann vielleicht auch darauf reagieren, wenn du im TS um Hilfe schreist. Also wenn wirklich dein Jungler, dein Gegner-Jungler, so dominant ist, dass er einfach nur in deinen Jungle gehen kann und dein Team dir nicht hilft und dich sofort zermürbt, hast du eigentlich so das Spiel verloren. Es ist wirklich schwierig, dann wieder reinzukommen. Mit bestimmten Junglern, Tanky-Junglern auch, wie zum Beispiel Amumu, Nautilus, Maokai, das ist so eine Sache, wenn da der Gegner-Jungler nicht kontinuierlich an deinem Hintern klebt und dich fertig nimmt und aus dem Spiel raus, dann kannst du relativ gut wieder zurück ins Spiel kommen. Durch dein CC unterstützt du dann einfach durch mehr Ganks deine Laner und versuchst dadurch wieder zurück ins Spiel zu kommen. Ja, das ist dann so eine Sache. Mit Junglern, die halt wirklich darauf aus sind, nicht unbedingt sofort im Early zu verlieren. Das heißt, eventuell so eine Elise, ein Pantheon, der es halt im Early wirklich, ja, der einfach rausgehauen wurde, oder vielleicht auch ein Lee. Die haben es dann relativ schwer. Also es ist wirklich von Spiel zu Spiel anders. Und wie ihr hier schon wieder bemerkt habt, lasse ich hier nebenher auch mein Nami-Jungle-Video von letztens laufen und zeige euch einfach mal, ja, die Tode von mir. Also ihr seht da wirklich, dass sie da dran gearbeitet haben, mich kontinuierlich rauszunehmen. Und ich hatte dann halt, da ich auch einen sehr schlechten Jungle hatte, kaum mehr die Chance, wieder reinzukommen. Das ist wirklich von Spiel zu Spiel anders. Versuche, deine Laner zu unterstützen, dir damit irgendwie Assists zu holen, vielleicht auch Kills, die dich zurück ins Spiel hauen, und hoffe darauf, dass dein Team dich da wieder aus der ganzen Misere rausholt. So, und damit kommen wir zur letzten Frage von Leon Petrich. Und zwar, erzähl mal ein bisschen von den Worlds, also welches Team du am meisten magst und welches meinst du wird wohl gewinnen und so weiter. Kann ich leider nicht viel zu erzählen, interessiert mich nicht so wirklich, vielleicht das Finale, aber ansonsten habe ich damit nicht so viel am Hut. Aber die zweite Frage, für welchen Champ wird der neue Victory-Skin sein? Und zwar zeige ich euch jetzt nochmal einen kleinen Screenshot von einem Post eines Rito-Mitarbeiters. Wenn ihr jetzt auf den Bildschirm klickt, habt ihr auch wieder den Link einfach zum Original. Und zwar steht da drin etwas über diese Strafe, dass ihr keine Ranked Games mehr zocken dürft, wenn ihr eine Chatsperre habt, etc. Und auch ganz unten am Ende steht etwas über einen Morgana-Skin. Damit viel Spaß. Ich hoffe, du freust dich, dass das ein Morgana-Skin wird. So, und das war's dann jetzt auch schon mit der nächsten Folge. Was ist? Schreibt mir eure Fragen, egal was es sein mag, unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Und vergesst nicht zu sagen, Cam, Gameplay, was wollt ihr? Ich freue mich auf nächsten Montag, haut rein, bis demnächst und tschüss! Ja. Sollen wir mich jetzt einfach also wegspülen, oder was? Klospülung an! Oh. Naja. Scheiße, ey. Ich dachte, das wäre ein bisschen stärker. Alter, ey. Das war ja so peinlich, Alter. Naja, ich weiß, wen ich jetzt wegspüle. Das ist peinlich. Okay, das Alter. Dann bespritze ich dich nur mit Wasser. Oh, hey, yeah. Ja, nimm das. Alter. Oh, ey. Yeah, das war's auch schon. Oh Gott, diese Runde ist ja richtig Pussy. Ey, GG. Dann machen wir jetzt mal was anderes, ey. Was? Wasserangriff. Oh nein. Blub, 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 blub.
Nein! Er trinket, meine Freunde. Oh Mann. Ja!